Auf dem gefrorenen Parkett im Eisbergpalast von Sotschi. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum sogenannten Kurztanz der Eistänzer. Und auf dem Eis sind die deutschen Vizemeister Tanja Kolbe und Stefano Caruso. Und hier geht es nicht um Dreifachsprünge, spektakuläre Würfe oder Überkopfhebungen. Hier müssen die Sportler den Takt der Musik treffen und interpretieren. Und das musikalische Thema ist festgelegt, denn es erwartet uns jeweils der quirlig-spritzige Quickstep. Und auch Foxtrot darf in den knapp 3 Minuten enthalten sein. Gesang ist im Eistanzen erlaubt und soll ja bald auch bei den Einzelläufern und Paaren genehmigt werden. Und um Vergleichbarkeit herzustellen, enthält der Kurztanz 5 vorgeschriebene Elemente in beliebiger Reihenfolge. Und die will ich Ihnen jetzt mal näher bringen. Das sind die sogenannten Twizzles. Die Drehungen aus voller Fahrt sind vergleichbar mit den Dreifachsprüngen bei den Einzelläufern und werden je nach Können in verschiedenen Schwierigkeitsstufen gezeigt. Es singen Liza Minnelli und Luciano Pavarotti New York, New York. Und jetzt muss es in den Quickstep übergehen. Und ab hier beginnt Element 2 und 3. Das ist bei Tanja und Stefano der Spurenbildtanz. In diesem Jahr der sogenannte Finstep, der zwingend eben auf Quickstep-Musik gezeigt werden muss. Finstep deshalb, weil er von den finnischen Eistanz-Europameistern Susanna Rackamo und Petri Kokko und dem deutschen Eistanz-Bundestrainer Martin Skodnitzky 1994 kreiert wurde. Die erste halbe Runde war Finstep Element 2 und das schon ist die zweite Halbrunde Element Nummer 3. Das vierte Element, die getrennt gelaufene Schrittfolge, übrigens das einzige Mal, dass sich das Paar länger als 10 Sekunden trennen darf. Und bei Ihnen das letzte Element, die Hebung, die maximal 6 Sekunden sein darf. Ein Küsschen zum Ende. Tanja Kolbe, Stefano Caruso, die deutschen Vizemeister. Sie Berlinerin, er gebürtiger Italiener. Das war nicht alles lupenrein. Die Schwierigkeitsgrade, vor allem im Finstep, sind noch steigerungsfähig. Aber insgesamt erstmal eine ordentliche Leistung, denn es ist ihr erster ganz großer internationaler Auftritt. Sie waren noch nie bei einer Weltmeisterschaft, geschweige denn Olympischen Spielen, mit dabei.